Hallo Leute, Murphy und wir spielen ein neues Projekt von mir, nämlich Ares Extension Agenda. Aufgrund ja, dass mein Rechner auch mal kaputt ging, also nicht kaputt ging, sondern aufgrund, dass der mal irgendwann abstürzt und ich alles neu machen musste, sind ja ein paar Sachen verloren gegangen. Und deswegen müssen wir halt erstmal mit anderen Spielen klarkommen, als die wir bisher gespielt haben. Weil ich muss die nachholen. Das Spiel ist übrigens nicht sehr lang, muss man dazu sagen. Es ist wirklich nicht lang. Aber schauen wir mal. Ares, wir haben nicht den Luxus, Zeit zu verschwenden. Darum mache ich es kurz. Ich bin Valkyl, deine taktische Verstärkung, zugeteilt für diese Mission. Aber jetzt versorge ich dich mit Aufklärungsdaten und zusätzlicher Unterstützung. Zwei Räume weiter ist Dr. Kaisons letzte bekannte Position. Du musst sie und die restlichen Geißeln ausfindig machen und in Sicherheit bringen. Registriere eine Vielzahl an Feinden und eine ungewöhnliche hohe elektrische Signale, also bleib wachsam. Halte diesen Kanal offen, damit ich weitere Updates übermitteln kann. Gut. Wir haben natürlich kein Xbox-Pad, deswegen müssen wir halt hier mit Maus und Tastatur spielen. Geht aber auch ganz gut von der Hand. Wir werden ein paar Gegner mitnehmen, einfach damit wir ganz viele Rohstoffe bekommen. So, das ist ein Raum, wo immer wieder Gegner aus den Seiten spawnen. Ganz einfach. Eigentlich. Der ist echt einfach. Schon so einfach sonst. Was wir hier einsammeln, sind Materialien. Es gibt drei Materialientypen, die von zerstörten Fallen. Ja, ja, da. Tab. Damit kann man dann Items produzieren. Und ja, brauchen wir gerade nicht. Ist nicht wichtig gerade. CTLT, was war denn das? Ach, wir können... interessant. Ich weiß dummerweise nicht, was die eigenen Sachen machen. Kann man das nachgucken? Nö, anscheinend nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bewirkt. Das ist gut, dass wir das nicht wissen. Fällt gerade mal auf, anscheinend. So, dann zeige ich euch das mal im kurz. Zack. Dass irgendwie gar keine Sounds vom Schießen oder so sind.
sondern momentan nur die Musik. Danke. Dann machen wir es mal so. Mir ist übrigens ziemlich früh aufgefallen. So, da wollen wir noch nicht rein. Sollte übrigens ein bisschen aufpassen. So, hier hinten haben wir ein Geheimnis, denn hier sind nochmal solche Räume. Indem wir uns hier ein paar Sachen holen können. Ich glaube aber jetzt sind die Effekte ein bisschen laut, wir machen sie mal ein bisschen tiefer. So. Ich denke, das ist in Ordnung. So. Jetzt mal ein bisschen ordentlicher wieder spielen, damit wir hier nicht von allen getroffen werden. Das ist übrigens den, den wir gerade gesehen haben, die Stelle. Nicht nett. Das ist ein Zwischenboss, der ist aber auch nicht schwer. Natürlich bleibt der stehen, wenn nicht. Von dem bekommen wir die Granaten. Werde ich euch später erklären. So, mit den Granaten können wir dann sowas machen. Weil sonst würden wir dann nicht durchkommen. Ich frage mich gerade, ob ich die schon aufladen kann oder ob ich das noch nicht kann, sondern erst später. Ne, noch kann ich sie nicht aufladen, okay. Weil so lange kommen wir nämlich nicht da oben ran. Also erst geben, wenn wir halt uns aufladen können. Dummerweise können wir das halt noch nicht. Und damit haben wir dann eine Granate verschwendet. Das ist übrigens der erste Boss. Nicht besonders schwer, weil wir können einfach mal so machen. Und jetzt beginnt nämlich erst der Bosskampf. Und nicht sehr schwer, weil wir können einfach aufhalten. So, das war der erste Boss. Im Hardmode. Für den Hardmode eigentlich ziemlich einfach. Und da bekommen wir auch schon die nächsten Granaten. Gut geschossen. Ich bin nicht sicher, was es war, aber es scheint mit den Anomalien in Verbindung zu stehen. Welche ich vorher bemerkte, ich sende die dann jetzt ans Hauptquartier über. Solange wir nichts anderes hören, stehen unsere Befehle. Du musst zur Recyclinganlage runtergehen und deine Suche nach dem Überlebenden fortsetzen. Interessant. Mission abgeschlossen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.